Opportunist Söder macht wieder eine Kehrtwende. Grüß Gott, Gerd Mannes hier aus dem Bayerischen Landtag. Das Kabinett hat heute um 13 Uhr die neuen Corona-Regeln veröffentlicht. Ab dem 2. April entfällt fast überall die Maskenpflicht und auch die 2G-Diskriminierung sowie 3G ist vorerst Geschichte. Die Staatsregierung setzt jetzt zähneknirschend die Vorgaben aus den bundesweiten Gesetzen um. Man hat es regelrecht Söder und Holitschek in der Pressekonferenz angesehen, dass sie die Bürger gerne noch länger mit ihren sinnlosen Regeln und Beschränkungen gegängelt hätten. Wir als AfD freuen uns, dass unsere Forderung nach einer Rückkehr zur Normalität endlich umgesetzt wird. Aber nächste Woche stimmt der Deutsche Bundestag noch über die allgemeine Corona-Impfpflicht ab. Wir können erst dann von einer Kehrtwende in der Corona-Politik sprechen, wenn auch diese verfassungswidrige Schweinerei endgültig vom Tisch ist. Die AfD setzt gerade alle Hebel in Bewegung, um die Impfpflicht abzuwenden. Selbstverständlich werden auch alle unsere Abgeordneten im Bundestag gegen die entsprechenden Anträge zur Zwangsimpfung stimmen. Markus Söder setzt jedenfalls aus Hilflosigkeit und aus Opportunismus die Corona-Maßnahmen aus, nicht weil er es will. Wir sollten ihm diese Heuchelei nicht durchgehen lassen. Wir haben nicht vergessen, welchen Schaden Söder und seine Staatsregierung unserer Gesellschaft in den letzten 2 Jahren zugefügt hat. Und wir haben auch nicht vergessen, wie die Staatsregierung in der Corona-Krise mit unseren Kindern umgegangen ist. Daran ändert Söders erneute Kehrtwende in der Corona-Politik gar nichts. Zumal die unsägliche Testpflicht in Kitas und Schulen erhalten bleibt. Liebe Freunde, das waren die Neuigkeiten aus dem Landtag. Bis bald, macht es gut, euer Gerd Mannes.